Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. Und wir sind zurück bei Victoria 3 und Österreich. Das letzte Mal haben wir idiotische Dinge gemacht. Wir haben Portugal den Krieg erklärt und sind dadurch in einen kleineren Konflikt mit Frankreich und Großbritannien gekommen, was ich nicht gut finde. Ja, wir werden das schon irgendwie hin. Schauen wir mal. Im schlimmsten Fall schauen wir irgendwie durch einen nicen Frieden rauskommen. Ja, das Schlimme an dem Ganzen ist, wir sind jetzt Notorious. Ich glaube, wir müssen unter 50 sinken, damit wir wieder nur in Famous sind. Also, wenn wir schon irgendwie. Das wird schon gehen irgendwie. Irgendwie machen wir das schon. Jedenfalls Krieg werden wir in nächster Zeit keine führen, zumindest keine offensiven Kriege. Ja, was wir versuchen ist, wir versuchen in Portugal anzulanden. Das wäre absolut super, wenn wir das schaffen würden, weil dann könnten wir den Krieg relativ schnell beenden, wenn wir Portugal erobern. Schauen wir mal. 8 Tage. Gut, dann wir haben 3 Fronten. Eines mit Portugal hier, einen und zwei mit Frankreich hier. An der einen französischen Front versuchen wir zu verteidigen, das machen wir relativ gut. Auf der anderen versuchen wir anzugreifen. Das kann ein Ajax sein Angriff von uns. Scheint auch zu funktionieren, das ist gut. Das macht die Franzosen ein bisschen wucki. Und auf der dritten versuchen wir auch anzugreifen gegen Portugal. Ah, da ist, war ein bisschen Verteidiger. Aber Portugal ist schwach, was die Verteidigung betrifft. Das heißt, mit etwas Glück schaffen wir es trotzdem irgendwie. So, na, schauen wir mal. Warte mal, da. Achso. Interessiert uns nicht. So, wie schon gesagt, wir schauen uns an, ob das ist das einzig Entscheidende in dem Krieg, dass die Naval Invasion von Portugal gelingt. Wenn die nämlich gelingt und wir Portugal ohne weiteres einnehmen können, dann haben wir den Krieg schon gewonnen. Yes, schaut ausgezeichnet aus. Perfekt. So, jetzt schicken wir mal alle Truppen, die noch. Also, warte mal. Du kommst bitte auch hierher. Perfekt, 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 perfekt. Alles gelaufen. Der Computer ist so unfähig, was das betrifft. Ich meine, ich darf mich nicht beschweren, ich bin auch nicht wirklich Jäger, weil bei mir fallen die dann auch immer wieder ein. Und ich kriege erst viel zu spät mit, aber was soll. Echt, ich habe zu wenig Stahl? Wie kann das sein? Achso, für die Stahlfabrik habe ich zu wenig. Tools. Kaufe ich denn Tools ein vom Weltmarkt? Könnten von Portugal kaufen und von Holland und von den Bayern. Na bitte, alles gut. Tools sollten kein Problem mehr sein, oder? Habe ich Tools vorher in so großem Maßstab gekauft? Das wäre nicht gut gewesen. 7000 brauche ich davon, bist du deppert. Das war viel. Auch cool. Das ist ja machbar.
Okay, wir kaufen einfach alles ein auf dem Weltmarkt, was halt geht. Von Moldau auch. Auch wenn das natürlich alles nur Tropfen auf heiße Steine ist. Ups, nein. Holstein. Wir haben genügend Bürokratie für all das. Da brauchen wir eine Ding mehr. Eine Railroad mehr. Brauchen wir gleich zwei, sicherheitshalber. Ich meine, was ich ärgerlich finde, ist, man kann in seinen Protektoraten nicht bauen. Opium geht auch aus, aber Opium fürchte ich, kriegen wir nur von Großbritannien und die werden uns wohl nichts verkaufen jetzt. Oh, Russland. Na gut. Ich hoffe, von Russland was. Naja. Das Kraut nicht fällt, aber der russische Beitrag kann helfen. Schauen wir mal. So, das war's. Portugal haben wir erobert. Das bedeutet, Portugal kriegt jetzt pro Runde minus 10. Das ist wichtig. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Nachdem Frankreich mit seiner großen Menge an Leuten geht, sogar auszahlen, Frankreich mit einer Naval Invasion anzugreifen. Okay, da die Angriffe von Frankreich sind eher schwach. Wieso sind da zwei Angriffe? Ach so, wahrscheinlich sind sie gleichzeitig entstanden. So, wir haben hier noch eine Kongo-Expedition, die ja nach wie vor weiterläuft. While walking through the forest of Hemba, the expedition follows the rumor of water currents and uncharted water falls. It was like raising the curtain. The greenness of the jungle had made us forget all the other colors. We were deaf of the vivacity of the world. There it was, finally. We had penetrated deep and deep into the heart of the darkness and pierced it with our teeth. We had eaten and swallowed it, emerging back with bloody hands, bloody mouth, red and nuclear. We pushed the vegetation aside, walking through wood, leaf, stone, blue, white. Waterfalls were standing before us, inviting, grand, inspiring. It looked like the only source of water in a world of thirst. From now on, they shall be known as Olman Fall. Prozent Prestige, na schau was an. Und wir get minor progress. Schau dir was an. Nicht schlecht. Sind einfach großartig. Gut, wie schon gesagt, dass das uns eigentlich alles passiert. So, schauen wir mal. Wir könnten tatsächlich in Frankreich anlanden.
Wie viele vielleicht insgesamt? Sie haben dort unten an der Front 276.000 Mann. Viel mehr Truppen können sie nicht haben. Wir haben auch nicht mehr als so viel insgesamt. Franz Headquarter. Kann ich über das Headquarter was erfahren? Und das ist das Occitania Headquarter und da haben wir noch das Rhine Headquarter. Da haben wir Korsika. Ah, wir könnten da unten am Landen versuchen. Wieso nicht? Wir könnten es mal versuchen. Schauen wir mal, Frankreich aus dem Krieg rauszuwerfen, wäre das absolut Beste, weil Frankreich ist eine Zecke. Wir sind einfach stark. Aber wie schon gesagt, das Spiel ist ziemlich dumm, was das betrifft. Ich habe eigentlich gedacht, dass mit diesem Frontline-Sachen viele von den Schwächen aus den Spielen weg sind. Aber man kann das immer relativ gut umgehen, weil der Computer nicht ist, was das betrifft. Das heißt, was wir machen, ist da oben einfach weiter verteidigen, soweit geht. Echt jetzt? Da kommen wir auch wieder mit dem lustigen Revoltieren-Spiel. Na gut, das ist uns gut. Wenn eine Truppe, die da in Montenegro ist, kann nachher nach Krakau gehen. Wenn das fertig ist. Failed Expedition? Echt? After not receiving any reports for many months, the fate of the expedition seemed clear. However, a letter from Leopold Dollmann finally arrived this morning, confessing that the only way to live was to come back. See the story? Do you see anything? Seems to me that I am trying to tell you a dream, making a vain attempt, because no relation of a dream can convey the dream sensation. That commingling of absurdity, surprise and bewilderment in a tremor of struggling revolt. That notion of being captured by the incredible, which is the very essence of dreams. Nein, wir verlieren Autorität. Tja, aber immerhin haben wir jetzt diese Flotte wieder zur Verfügung. Noch immer nicht. Mist. Out. Mal zu ihm. Nein. Ja. Wie kann ich mal den Typen anschauen? Komme ich zu ihm, wo seine Truppen gerade sind? Ich hasse das. Shipping Lane from Zanzibar. Ah. So komme ich hin. Nein, so komme ich auch nicht hin. Da unten ist. Okay. Ja, was soll ich tun? Vielleicht sollten wir hier auch auf die Fans gehen. Es ist eh wurscht. Wir müssen nicht mehr angreifen. Cat.
Wir haben Portugal. Das heißt, wenn wir die Front da verloren haben, können wir tatsächlich auf Defense gehen. Ich bin mir noch nicht einmal sicher, ob der Gegner hier angreifen würde, weil er ein wenig schwächer ist als wir. Rubber discovered in Gondor. Okay. Wieso zeigt man das zweimal? Okay. Beide Schlachten verlieren wir, super. Finde ich gut. Immerhin, das Wichtigste ist, diese Schlachten hier zu gewinnen. Und die scheinen wir bis jetzt alle gewonnen zu haben. So, geh auf Defensive und passt schon. Was? 68. Peppert. Und die diese Truppen hier. Noch. Okay, gibt's hier irgendwelche? Aber Convoy-Sank, really? Das gefällt mir nicht. Beim Horn of Africa. Warte mal. Du hier. Kannst du. Warum bist du. Warum kannst. Kann ich dir keine Rede geben? Du müsstest sein wieder. Okay, warte mal. Wir einen neuen Charakter daher. Trade Unions? Na sicher nicht. So, dann. Ja. Kannst du retiren? Ich kann dich nicht retiren? Gibt's ja wohl nicht. Patrol Escort Convoys nach hierher.
Warte mal. Also ganz ausgereift ist das mit dem Krieg führen hier noch nicht. Naval Invading Force. Ah, machen wir gerade eben. Uff. Okay, also das werden wir wahrscheinlich eher nicht schaffen. Frankreich hat ja urviele Schippernakeln. Woher kommen die? Ja, ist okay. Wurscht, das ist ja gleich gemacht. Das sollte ja eigentlich gleich sein. Wieso sind da. Ach so. Ja. Weißt du was? Du geh doch bitte da. Okay, also das ist nicht geglückt. Aber wie schon gesagt, wir werden das werden wir relativ bald hinkriegen. Portugal wird aufgeben. Weil aus dem Krieg ist, können wir versuchen, einen White Peace mit den anderen beiden zu kriegen. Ach, geh bitte. Ja, das war's mit Sandy. Wir verlieren hier volle Wäsche. Sehe ich gerade. Ärgerlich. Na gut. Aber wie schon gesagt, das ist nicht ganz so schlimm. Wichtig ist, dass wir Portugal halten. Ja, wo ist eine Vulnerable Front? Zeig her. Ach Gott. Ja, wahrscheinlich da unten. Diese Front hier. Wo sind meine Truppen hin? Ich hatte doch da gerade noch Truppen. Boah, ich hasse das Spiel. Hatte doch da 60.000 Mann. Wo sind die hin? Die können nicht ins Nichts verschwunden sein. Gibt's ja wohl nicht. Könntest du bitte hier bleiben? Danke. Beziehungsweise könntest du einfach angreifen hier. Okay, Shipnarking. Das sind jetzt mal im Wunden lecken. Wunden lecken. Okay. Okay, Portugal.
minus 93. Aus geht's. Oh. Freunde, was haltet ihr davon, wenn wir einen White Peace machen? Großbritannien wäre schon bereit dazu, Frankreich noch nicht. Plus 4. Ich meine, mein Vorteil ist, sie haben diese Dinge nicht besetzt. Und es schaut auch nicht so aus, als würden sie sie bald besetzen. Ach, in Middle Egypt, ja. In Ägypten, nicht in Österreich. Das ist ja lustig. So. Du gehst verteidigen, und zwar an dieser Front wieder. Sehr gut. Jetzt haben wir hier diese Front weg. Ja, okay, die Attrition ist richtig hoch mittlerweile. Das gefällt mir nicht. Gut, und Frankreich hier anzugreifen ist offensichtlich besteuert. Das heißt, was wir machen könnten, rein theoretisch, ist Frankreich woanders angreifen. Warten vielleicht, wir könnten es mal versuchen. Weil was wir machen müssen, ist, wir müssen Frankreich aus dem Krieg raushauen. Wann können wir das wieder machen? Ja, ist okay. Das ist uns wurscht. Das klingt zwar grauslich, aber in Wirklichkeit ist uns egal. Raiden wir Convoys einfach in der Zwischenzeit. Hier, was halt. Schauen wir mal. Ja, nimmt das Frankreich. Wieso würden sie das nicht akzeptieren? Kommt schon, Frankreich. Was, wenn ich euch das gebe? Interessant. Sie würden es trotzdem nicht machen, obwohl ich ihre Bedingungen erfüllen würde. Und England wäre weniger bereit für den Frieden, wenn ich das machen würde. Den Franzosen neidisch, dass sie was kriegen würden in dem Krieg. Hey, das ist mal ein Kampf gewinnen. Wir haben die stärkeren als die Franzosen, sehe ich gerade. Wieso sind die technologisch zu weit hinten? Frage ich mich gerade. Beziehungsweise, warte mal, ihr macht bitte das gar nicht, sondern ihr macht Konvois darunter. Weil meine Truppen dort brauchen, haben zu viele Attrition. Das geht gar nicht.
Minus 1,11, minus 0,9. Wir haben minus 1,0. Aber bei uns, wir sollten eigentlich nicht unter 0 gehen. Weil sie meine Sachen nicht erobern. Umgekehrt soll es schon unter 0. Weil ich ja nichts von ihnen verlange. Wir scheinen diesen Kampf zu gewinnen. Na, schau doch an. Vielleicht liegt es daran, dass Großbritannien nie so ganz drin war in dem Krieg, während Frankreich sich voll reinsteigert in den Krieg. Ian proposes an alliance. Except not. Ja, aber bis die voll aufgeben, bis geht da noch eine Ewigkeit. Ja, meine Verbündeten gewinnen auch Schlachten, wir sind gut. Und da killen wir ein paar Briten, das finde ich auch gut. Puh, 41% Attrition, das ist nicht gut. Wo könnten wir Frankreich angreifen? Um sie aus dem Krieg werfen, hier wahrscheinlich. Of German Migration to a State of Styria. Das finde ich nett. Das heißt, kommen Bayern nach in die Steiermark oder so irgendwas. Das ist gut. Die Steiermark braucht das eh. Nicht Leute hier. Figur 33. Unemployed. Da brauchen wir urviele Leute in den Steel Mills und auch in den Motorenwerken. Das. Wir brauchen mehr Schiffe auf jeden Fall. Egal, was dieser Krieg uns gezeigt hat, er hat uns gezeigt, dass wir mehr Schiffe brauchen. Viel, viel mehr Schiffe. So, was ist Frankreich? Ah, noch auf minus 1. Minus 1,5.
Yay, wir haben es geschafft. Weißer Frieden. Yay. Diese Gebiete, wir brauchen Ports auf jeden Fall. Und wir müssen die Ports abwenden von Dunkel Port, auch weil wir keine Segelschiffe mehr haben. Damit wir das Zeug wieder nach Hause kriegen. Dann, was brauchen wir noch? Wir brauchen. Genau, brauchen wir das großartig. Ach Gott. Verbessert. Wir werden hier auch Sachen hier haben. Public Getraded. Coffee Plantations. Auch Public Getraded. Das braucht weniger von den Engines, interessant. Mal das, was wir schon haben. Warum haben die da Glassworks, frage ich mich. Warum bauen die in ihren Kolonien unbedingt? Fabriken. Keiner braucht Fabriken in den Kolonien. Wieso haben die da zwei Conscription Centers? Können wir die wieder entfernen? Nein, Conscription nicht weniger machen. Oder? Die kommen automatisch in Description Centers, oder? Dann ja, wenn ich möchte. Ja, okay, wenn wir es schon haben, dann benutzen wir es auch. Oh, Frankreich, das hast du jetzt davon. Oh, das gehört auch. Sehr lustig. Dieses Mini-Ding. Wie gesagt, Krieg dürfen wir jetzt in nächster Zeit keinen führen. Wir müssen da auf jeden Fall rum. Was da. Und wir wollen zeigen, dass wir sie mögen. Deswegen werden wir viel. Achso, warte mal. Tuscany, Parma und Sardinien. Ah, können wir Sardinien zu einem Protektor machen? Nein, gell? Das ist ein Infing. Nee. Wenn sie aber wieder runter ist, können wir es schon machen. Jetzt nicht. Nein, bei euch geht's auch nicht. Ehrlich.
So, aber das da können wir dann aufhören. Das da können wir auch aufhören. Dann schauen wir mal. Improve Relations. Wir wollen Improve Relations machen. Mit dem Mal. Mit Bayern machen wir es eh schon. Wir könnten Preußen auf unsere Seite. Das wäre es eigentlich fast. Was haben wir denn noch? Nee. Ja, mit so unsere Schutzbefohlenen machen wir mal einfach nichts anderes als der Welt zeigen, wir sind die Guten. Schaut her. Wir nett. Frankreich und Großbritannien böse. So sind wir. Wo sind wir halt? So. War Goal Ad. Schaut's, wir gut, die böse, böse, böse Konquistadoren. Onka Kambodscha. Pfah. Das sind die Briten halt. Alles erobern. Nicht so gut. Uff. Na gut, machen wir noch den Krieg mit Krakau zu Ende und dann machen wir Schluss für heute. Das sollte ja schnell gehen. Wir könnten eigentlich auch, wenn wir den Krieg fertig haben, die Steuern wieder senken. Wie haben wir das eigentlich jetzt? Minus 8% from Field. Dynamic offers to us an obligation if we will back them in the ongoing diplomatic play against Great Britain. Uff. Das ist echt tempting, aber um ehrlich zu sein, ich habe gerade einen Krieg mit Großbritannien hinter mir und nicht los. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich. Wo ist dein Name überhaupt? Cambodia? Dein Name da? Müsste halt hinschicken. Warum haben die Briten in Taiwan einen Treaty Port? Und nicht in Anton?